Hab ich ja alle. Ach, warte, ich muss die Sachen in die Werkbank legen wahrscheinlich, ne? Ein Holz, 5 Leder, 4 Metall. Ein Holz. 5 Leder. Und 4 Metall. Große Schritte aber. Ganz schön teuer die Reparatur. Ah, jetzt. Pike ist super, ne? Und jetzt wurde. Jetzt kannst du die Dinos einfach so schnell töten. Da ist der Triceratops. Ich wette aber, gleich sind meine Beine tot. Weiß ich nicht. So, jetzt gucken wir mal nach Armbrust. Armbrust da. Ruhig. 14 Metall, jetzt habe ich wieder 3 zu wenig. 35 Fasern. Und 10 Holz. Können wir schon mal 10 Holz da reinschmeißen? Ah ne, 20 Holz. Aha. Wir brauchen ja 2. 20 Holz. 35, 70 Fasern. Haben die gekillt. Ihr habt ihn getötet? Jo, gekillt. Und 15 Leder hier. Fleisch. Ah ne, Fleisch wollte ich ja nicht abgeben. Oh, kacken muss es auch gleich. Du hast auch nochmal 15 Leder. Gucke, wir haben jetzt... guck mal, wir haben jetzt schon... 95 Leder gesammelt. Ja, gut. Cool, ne? Mal gucken, was kostet der Sattel nochmal? Oh, 140 Leder. Boah. Wir gehen mal da noch ein bisschen weiter auf die Jagd. Ja, vielleicht kommst du erstmal zurück, damit wir gleich mal losfahren können. Ein Tier noch? Ja, dann mach hinne. Du musst ja auch noch Pfeile machen. So. Das dahin. Dann 70 Fasern und 14 Metall. Zack. Zack. Und 2 Armbrüste. 2 arme Brüste mache ich jetzt. So, den da hin. Ich muss schon wieder Essen machen, ne? Oh, ich muss noch mal was essen, sehe ich gerade. Oh, hier ist Gammel. Hier ist Gammelfleisch im Räucherkasten. Interessant. Was hält dann am wenigsten lange? Das hier, ne? 8 Minuten. Gut. Ein Paracetilum. Ein Paracetilum. Also, diese ganz großen, diese großen mit dem langen Hals auch. Die so weiter hinten im Wald sind. Ja. Hast du gerade einen weggeklatscht, hast du? Ja, komm, es gibt jetzt ganz vieles rotes Filet. Man soll dann das ganze Fleisch schon wieder braten, bevor das vergammelt. So, jetzt kommst du aber zurück, ja, ne? Weil ich habe auch noch die Taschen voller Fisch, Alter, weil ich gerade den Megalodon alle gemacht habe. Nochmal 36 Leder dazu. Die sind ja super, ey. So, dann das. Das Holz mache ich da rein. Holz und Holz. Die Dinos und Paros, die essen ja gar kein rohes Fleisch, ne? Doch nicht. Also meiner hat gefressen, rohes. Hat er? Dann lasse ich das da drin, gut. Aber du kannst auch Gebratenes reinmachen, aber ich meine, der frisst auch rohes. Eigentlich sind die ja Rohfresser, ne? Ja, und pack bitte nicht immer die fertig gebastelten Sachen in den falschen Schrank. Schon wieder wird falsch einsortiert von dir. Böse. So, Armbrust.
Brust. Kann in der Zwischenzeit ja schon mal einen Sattel fertig machen. Was hast du da? Und dann Fleischbraten. Ich hoffe, hier ist noch Holz drin. Natürlich nicht. Oh, aber ist Fleisch drin. Das ist ja schön. Dann gehe ich mal schnell eine Runde Holz. Aber ist hier also noch wenn Holz du, drin? Wenn du, das, wenn du solche Tiere nicht gerade zähmen willst, ne, sind die Dilophosaurus ja voll spitzenmäßig. Ja. Kann sein. Weißt du, damals hatten wir gar keine Chance gegen dieses große Tier da, ne? Hm. Ja, ich habe das jetzt ja auch, wie gesagt, auch ein bisschen geändert, ne? Angenehm. Fleisch drin, da mache ich jetzt mit rein. Oh ja, so. Hier ist auch nichts drin. Nein. Mach ich dann den rein? Oh Gott, ich mache gerade mega viel Fisch. Ich habe wieder alle vier Feuer am Laufen gerade. Und du kommst gleich auch noch mit dem Arsch voll Fleisch, ne? Du hast schon wieder ein Dino getötet von uns. Hä? Ich hast, nicht. Doch, steht da bei mir. Guck im Stream nach, kannst du so sehen. Joe wurde von Elena getötet. Was mischt er sich denn auch da ein? Ich habe eigentlich gerade auch das Ding da gezielt. Ja, so ist das, wenn die dazwischen gehen. Dann lass die doch machen, anstatt dass du da drauf haust. Ich wollte eigentlich das Leder oder so. Du sollst jetzt aufhören, Dinos zu töten, sondern deinen Arsch nach Hause bewegen, Mann. Stimmt doch nicht mit dir. Geh zu. Ich komm ja schon. Meine Fresse, ey. Denn ich muss mir hier ein Machtwort tragen. Wenn mir ein Dino unterwegs begegnet, dann nehme ich es mit. Ja, aber du musst. Irgendwer muss ja auch das ganze Fleisch braten. Und vor allem nicht nur Fleisch braten, sondern auch noch Holz dazu holen. Ih, was ist das denn? Gekochtes Fischfilet. Also an Fressen mangelt es uns erstmal nicht, ne? Der Räucherkasten ist voll bis oben hin. Also, naja, was heißt voll bis oben hin? Der hat 48 Slots. Davon sind 13 belegt. Und davon sind 11 mit Essen belegt. Wir haben so viel Essen, dass schon fast weh tut. Damals hatten wir zu wenig. Ja, und jetzt haben wir mega viel. Ich würde dann auch das Räucherfleisch würde ich mitnehmen für unterwegs. Das hält nämlich ewig lange. Aber ich weiß nicht, wie lange wir weg sind. Ich meine, wir können uns ja notfalls können wir uns was jagen. Aber dann kann lieber das andere Fleisch, was dann hier drin ist, noch zu Räucherfleisch werden. Ich guck mal, ob ich noch so ein Trilobite finde für Öl. Den ich dann mal erdolchen kann. Unauffällig. Und ich bin jetzt auch bereit zur Abreise. So, jetzt habe ich auch nochmal eine Schnappschildkröte kalt gemacht. Ach, die geben auch Keratin, die Viecher. Oh, hier ist alles voller Schildkröten. Da hinten läuft ein Flugsaurier. Der spaziert da so über den Strand. Krasses Pferd. Wie lange brauchst du denn noch, bis du mal wieder hier bist? Um die Ecke. Ich habe mir jetzt nochmal 14 Pfeile gemacht. 14? Alter, ja. du kannst hier, wir haben fast einen ganzen Schrank voller Feuersteine, ne? Also ich habe einmal 100 normale und 26 Narkosepfeile. Dilo, ich dachte, oh Gott, was greift mich denn da jetzt an? Schön, du gehst mit drei Dinos los und bringst nur einen wieder mit nach Hause. Schämst du dich gar nicht?
Hilf den nicht immer an, dann drehen alle anderen auch durch. Stehen bleiben. Aber ich habe den Sattel fertig. Einen oder was? Ja, erstmal einen. Mehr Leder muss ich erstmal sammeln. Kann ich nicht auch einfach so machen? Ja, und ich bin hier gerade im Fleischmanagement. So viel Fleisch. Du bist Fleischer und Hausmeister, ne? Ja. Koch, Fleischer, Hausmeister, ich bin hier alles. Eigentlich wollte ich Öl suchen gehen. Von so einem Trino-Vieh. Aber Computer sagt nein. So, was sagt meine Ausrüstung? Meine Lederhose. Geht so. Kostet eine Reparatur von dem Ding, keine Ahnung. Egal. Gucken, können wir nicht schon irgendeine geile Rüstung machen? Das ist Pelzrüstung. Das ist diese Chili-Dings. So, wo möchtest du denn das ganze Fleisch haben? Ja, ins Feuer, bitte. Einen leichten Schutz vor Schaden wären... Ding ist voll. Ja, die meisten Feuer hier sind voll. Minimalen Schutz. Chili-Ding. Ein Kühlschrank. Was? Wir brauchen einen Kühlschrank. Ja, dafür brauchen wir aber auch Strom. Wo kommt denn das endlich mal? Also in der Werkbank. Was brauche ich denn dafür? Ne, hier nicht, oder? Was hat der? Keratinrohstoff. Wüstenstoffhemd. Chitinfasern und Leder. Chitinfasern und Leder. Vielleicht bräuchten wir mal eine zweite Räucherkammer. Wieso? Der hat, das Ding hat 48 Slots. Vielleicht nicht mehr. Das ist doch nicht mal annähernd. Hä, das kann doch nicht schon alles durchgebraten sein, was du da reinlegst. Da kommt nur gebratenes Fleisch rein, Mann. Ach so. Das muss doch erstmal gebraten werden, du Knalltüte. Da brauche ich jetzt echt einen Kühlschrank. Ja, nee, muss jetzt die Feuer ablaufen. Das, was fertig ist, kann dann da rein. Und, alles andere musst du durchbraten. Machen wir uns einfach gleich hier unsere Pizza hier. Wie, was, unsere Pizza? Schade, dass ich im Ofen hier nichts rein kann. Geht bestimmt auch, weiß nur keiner wie. Sind aber alle voll hier. Ja, weil ich ja auch gerade einen Fisch alle gemacht habe. Ich habe dir gesagt, sammel nicht so viel. Ich habe es ja nicht an sich gesagt. Ansonsten, weil du kannst auch das Leder. Du kannst auch einen Teil von dem Fleisch kannst du in den Mörser legen, damit es da vergammeln kann, ne? Also die anliegt da gleich eine Menge. Dann brauchst du, glaube ich, schon fast einen zweiten Mörser. Nee, der hat auch ein paar Slots. Dürfen nicht, nur nicht zu viele sein. Steht da ja auch, wie viele der hat. Auch Betäubungspfeile. Ach ja. So, ich mache mir jetzt eine Chitinrüstung. Narkosemittel brauche ich noch. Ja, das kannst du im Mörser machen. Mit Narkobären muss man ins Beet gucken. Und vergammeltem Fleisch. Aber vergammeltes Fleisch ist da jetzt, glaube ich, nicht mehr drin.
Nö. Schon wieder falsch. So, Narkobären haben wir jetzt 48 Stück. Die schmeiße ich auch noch in den Mörser. Und immer wenn dann passt, dann mache ich Narkosemittel. Das Filet, legst du da auch rein? Ja, oder nicht? Wo soll ich das da hin? Das Filet ist doch gut, das kannst du ins Feuer schmeißen. Das ist voll. Ja, aber das ist ja nicht ewig voll. Komm, lass das da drinnen, ich kümmere mich darum. Meins. Ich meine nämlich, dass das Filet, das bringt nämlich mehr als das normale Fleisch. Größeres Tier, ne? Kräftiger. Ja, ich meine aber auch so vom Nahrungswert nachher. Meine ich. Und dann macht ihr so um die 100 Pfeile, ne? Ja, wollte ich auch machen. So, eigentlich wollte ich mir auch viele Narkose-Dinge haben. Ja, aber Narkose-Pfeile, das dauert. Ich habe erst 33 jetzt. Komm mal gut an. Fein. Was kann ich noch machen? Was brauche ich noch? Wo ist denn das jetzt hier? Steinpfeil. Gut, da brauche ich nur noch. Hole ich mir gleich noch ein bisschen Stroh, dann kann ich mir gleich noch mal ein paar Pfeile noch mal mehr machen. Ja, wir haben auch ganz viele Feuersteine, ne? Kannst du alle verwursten. Also nicht alle, aber. Fasernstroh und Feuerstein. Ja, das geht ja ruckzuck. So, wo dann habe ich. Wo? Ja. Hast du schon irgendwo erkannt, ab wann da so ein bisschen Strom und sowas gibt? Strom? Ja. Nee, ich habe aber auch schon lange nicht mehr durchgeguckt jetzt. Ja, gut, ich hole mir da mal, was habe ich gesagt, Stroh, ne? Ja. So, dann gucken wir mal ins Feuer. Das Leder, jetzt erstmal das Leder behalte ich dann hier für den zweiten Triceratops-Sattel. Na, eventuell brauche ich gleich noch ein bisschen Leder. Für meine Rüstung. Auch bei dir hier Dingsbums drin? Stroh. Zack, zack und. Halt doof, dass man diese Filet-Dinger nicht stecken kann. Das ist voll nervig. So, du gehst da hin. Du gehst da rein. Zack, zack, zack. So, mal gucken hier. Mal Chitinfasern und Leder. Oh, hinten kommen nachher noch Ritterrüstung und so ein Scheiß. So, ich habe jetzt auch 101 Steinpfeile. Gut. Wollte erreichen. Ich habe mir eine neue Rüstung gemacht. Bin jetzt ein richtiger Typ, Alter. Richtiger Aggro. Ein richtiger Aggro? Sieht zwar in meinem Körper ein bisschen scheiße aus, aber das geht. Bin jetzt echt aggressiv hier. Aggressiv. Uk, Uk Chitinpanzer, Uk Smash. Uk. Uk. Uk, 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 Uk. Uk, Uk. Uk, Uk. Du siehst aus wie so ein Stein. Uk Stein. Uk Smash. Trinken. So, das Fleisch ist auch gleich alles durch. Weitestgehend. Zack, zack, zack.
Oh, warte, geht noch einer. So, wie lange wollen wir denn noch spielen? Ja, ich wollte noch eine Metalltour machen jetzt. Da habe ich schon den ganzen Tag angedroht, aber du kommst ja nicht aus dem Arsch. Ha. Und jetzt muss ich erstmal wieder dein blödes Fleisch wegbraten. Willst du auch eine Chitinrüstung haben? Die was für Rüstung? Die Chitinrüstung. Chitin. Kann ich mir das? Ist hier in der Werkbank drin. Material liegt auch da drin. Sollte aber. So, nee, 20. Na, könnte nicht ganz reichen. Aber nee, hast du nicht gelernt, ne? Muss ich dir machen. Soll ich dir die machen? Wie? Oder wie heißt das? Chitinrüstung. Ach, Chitin. Chitin heißt das. Chitin. Nein, ich glaube, die habe ich nicht gelernt. Soll ich dir die machen? Soweit es geht. Mach mal. Wenn der ein bisschen mehr Schutz bietet. Machen wir die. Den. Oh doch, reicht genau für alle Teile. Sind gleich in der Werkbank, kannst du da rausnehmen dann. Liegt in der Werkbank drin. Und wird gerade hergestellt. Ne? So, ich mach dann meine Fackel brauche ich jetzt nicht. Das kommt doch nicht rum. Vielleicht wollen wir nochmal Schrecke ein für dich, für deine Sachen einfach so für was man hier, nicht unterwegs. Hier, das hier noch. Und dann nimm dir deine Rüstung raus und zieh die an. Aber wieso denn nochmal Schränke für meine und deine Sachen? Ist doch egal. Ausrüstung kommt in den Ausrüstungsschrank. Fertig. Wo ist denn das Problem? So, das letzte Stück Fleisch liegt auf dem Grill. Das ist fertig. Ja, jetzt zumindest sehe ich das nicht mehr so aus wie ein Drohdings. Wie ein Busch. Busch, ja. Der ist fertig. Oh, wie sieht das aus, wenn ich... Oh, meine Haare, ey. Ich brauche eine Schere. Ich weiß nicht mal, wie meine Haare aussehen, Alter. Ich habe so einen heftigen... Abnehmen. Ich habe so einen kräftigen Nacken. Gucken hinten durch den Helm meine Haare aus. Wie kann ich mich eigentlich um meinen eigenen Körper drehen? Ging das nicht mal irgendwie? Im Menü. Nein, ich meine, ich will mich jetzt in der Welt so von außen sehen. Achso, ich weiß nur, im Menü brauchst du ja mit der Maus nur raufdrehen, aber... Alter, ich sehe aus wie ein... Ich sehe richtig aus wie ein Affe, Alter. Heftiger Bart und den ganzen Scheiß. So, fertig. Fleisch ist alles gebraten. So, guck durch, ob deine Ausrüstung auch heile ist, sonst müssen wir die auch noch reparieren. Vor allem die Spitzhacke. Aber... Ja, ich muss eben hier... Dann hast du Pfeile, hoffe ich. Aus. Die Sachen müssen weg. So, ich level noch einmal und dann wäre ich, glaube ich, auch bereit. Was mache ich denn jetzt? Ich mache mal meinen Live hoch. Krabbelt da schon wieder was bei uns? Ja, das ist ein blödes Dreihornvieh. Das braucht schon wieder Aufmerksamkeit anscheinend. Hat offensichtlich Minderwertigkeitskomplexe. Ja, das hat wirklich immer Probleme. So, wo lege ich denn hier das organische Polymer? Das kommt mit bei Materialien, weil das zur Herstellung dient. So, ich bin jetzt Level 44. Kommt gerade irgendwas. Das sah komisch aus. Ich glaube, das war eine Leuchtpistole. Du hast mich schon wieder überholt. Ja, ich habe ja auch viel gebaut. Ach, eine Harpunenschleuder kann ich jetzt auch schon lernen. Krasses Pferd. Brauche ich aber vorher eine Balliste und eine Flinte. Ist aber teuer. Kostet Obsidian, Polymer, Zement, 120 Metallbahn, Fasern, Holz und Leder. Krass. So, ich bin, bereit. Check meine Ausrüstung. Ich guck mal, was nehme ich an Essen mit? Ich nehme mal... Ich nehme mir 4 Trockenfleisch mit. Und...
50 normale Fleisch. Sollte ja reichen zum Essen. Pfeile habe ich. 93 und 33. Spitzhacke müsste man mal reparieren. Kostet. Zwei Leder, ein Holz, ein Metall. Zwei Leder, ein Holz, ein Metall. Zwei Leder, ein Holz, ein Metall. Zwei Leder. Ein Holz, ein Metall. Dann repariere ich die gleich mal. Bei der Haltbarkeit muss ich dann gucken, ne? Ja, du hast unten in deiner Schnellleiste. Ja, das. Da hast du so eine Leiste unten. So ein Balken. Die Haltbarkeit, ne? Oder? Nee, in deiner Schnellleiste. Einfach nur, wenn du ganz normal auf deine Schnellleiste guckst, hast du unter den Werkzeugen so einen blauen Balken. Ach so, ja gut, die sind mir nie auf, ist mir nie aufgefallen. Und das ist da unten, wie lange das noch haltbar ist. Und meine Spitzhacke ist fast auf die Hälfte runter. Achso, ja, ich hab da, bei mir ist nicht mal ein Viertel runter. Deswegen mache ich jetzt Reparation. So, dann brauche ich aber die hier, kann weg. Meine Primitivsteinaxt da. Reparieren. Kann... Zack. Den. Holzaufzug. Okay. So, ich bin bereit. Ich leg nur eben meine Sachen wieder auf. So. Waffen lege ich mal jetzt nach vorne dann. Ich guck mal eben auf die Karte, wo wir dann hin müssen. Wir sind da. Wir müssen Abos. Nach. Wir müssen nach. Norden, Osten, Süden, nach Westen. Ja. So, ich gehe schon mal aufs Floß. Eier nicht so viel rum. Kann ich jetzt auch auf den Kompass gucken? Nicht wirklich. Da ist Norden. Und wir müssen nach Westen. Das heißt, wir müssen da lang. Irgendwo dahin. Kommst du jetzt mal bitte? Ja, ich komme. Mach's gut, Dino. Bleib brav. Bist du drauf? Steuerst du das dann quasi? Ja, ich fahre gerade. So, hier müsste gleich irgendwo links von uns müsste eine Insel sein. Siehst. Laut meiner Karte hier. Beziehungsweise wir müssen erstmal ein Stück um diese hier rum. Ich glaube, da sind wir auch beim letzten Mal hingefahren. Da sind wir dann, glaube ich, einem T-Rex begegnet. Da soll irgendwo eine Metallader sein. Mal gucken. Da ist ein großer Kackvogel. So, jetzt sind wir ungefähr. Muss nur zwischendurch, muss ich einmal auf die Map gucken, damit ich weiß, wo wir sind. Ungefähr. Wenn wir wiederkommen, ist unser Haus zerstört. Da so. Daran, oh, hieran erinnere ich mich auch noch. Hier sind wir mal lang gelaufen. Glaube ich. Ich erinnere mich, glaube ich, es gab doch so einen Ort, da war doch wie so, ähnlich wie so eine Arena mit den Loots da, oder? Ja, so, da konntest du, glaube ich, irgendwelche Drachen oder sowas rufen, ne? Genau. Ja, dafür brauchtest du aber irgendwelchen Materialscheiß, den wir nicht hatten. So, und an irgendeiner Inselspitze, da, wo dieser große Felsen ist, ich glaube, da ist ein Metallvorkommen, wenn ich mich nicht irre. Laut meiner Karte. Dann würde ich hier gleich mal irgendwo vor Anker gehen, ne? Vor Anker und dann zack, direkt totes Tier.